Sottle und damit recht herzlich willkommen hier und zur ersten Folge der neuen City Skylines Staffel. Ich hatte es ja schon angekündigt, ja, nach der letzten Staffel, als sie Ende war. Ich brauche so ein bisschen Zeit, um mir das Ganze zu überlegen, wie ich das machen möchte. Es hat sich auch schon wieder ein bisschen geändert. Die erste Folge hier heute, mit der möchte ich dir halt die Map vorstellen und so ein bisschen erklären, was ich mir vorgestellt habe, was ich machen möchte. Du kannst da natürlich dann auch wieder Kommentare hinterlassen unterm Video. Und vielleicht hast du auch noch ein paar tolle Ideen, die wir mit einfließen lassen können, ja? Das hier ist die gesamte Map. Man sieht schon, es ist weniger Platz zum Bauen hier als die alte. Das habe ich aber extra so gewählt, weil ich halt mehr detailreich arbeiten möchte und nicht einfach alles voll klatschen, wie bei der Standard-Map von Sunset Harbor, ja? Die Map hier heißt Vetrale Mountains. Ich nenne die Stadt mal gerade so, ja, dass du siehst, wie das geschrieben wird. Wer möchte, kann schon selber suchen. So, müsste das sein. Aber bitte mit klein. So, so werden wir die Stadt auch nennen, ja. Wir gehen mal ran, dass ich dir das Ganze zeigen kann. Man sieht schon hier, es ist grün und nicht so herbstlich bunt, ja. Aber wir können auch selber noch herbstlich bunte Bäume hier reinsetzen. Hat den einfachen Grund, ich habe die Map hier jetzt gefunden. Die ist noch ganz, ganz neu und wirklich super. Mir gefällt sie super. Schon allein wegen dem Schnee hier, ja. Das sieht einfach nur geil aus. Ich habe bisher noch keine Map gefunden, bei der man wirklich richtig Schnee hat. Ja, auch funktioniert, ja. So, fangen wir mal an. Hier unten kommt dann die Autobahn raus und die Zuglinie. Da muss ich auch noch was zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Zuglinie hier so lasse oder ob ich die komplett wegreiße und selber neu plane, ja. Autobahn, dasselbe. Müssen wir gucken. Kann man die hier so lassen, wie sie hier entlang führt, hier hinten durch, hier einmal durch die Mitte, ja. Oder sollen wir die wegmachen und selber bauen? Was man schon schön sieht hier, ist es doch wirklich etwas herbstlicher. Auch die Straßentexturen richtig, richtig schön. Gefallen mir gut. Und ich möchte Folgendes machen. Hierfür habe ich mir noch nichts ausgedacht für die Seite hier. Hier hinten ins Tal könnte man später sehr, sehr gut vielleicht eine Forstindustrie machen und eine Kohleindustrie. Wir können mal gucken, ob hier Naturrohstoffe da sind. Nein, gar keine, aber das ist kein Problem. Die können wir ja mit unserem Button hier unten selber setzen. Das ist so meine Idee, ja. Kohle und Forstindustrie hier weit weg. Wir haben dann halt hier die Autobahn durchs Tal, die hier runterkommt. Hier könnte man so einen Vorort machen. Hier auf der ganzen Ebene. Das hier alles Vorort, kleine, ja. Auf die Insel hier zwischen den beiden Flüssen. Hier möchte ich wirklich eine Altstadt machen. Dass man sagt, so, das hier ist der Stadtkern, wo später die Altstadt hinkommt. Wirklich mit so alten Mittelaltergebäuden. Ja? Und dann kann man hier rüber gehen mit einer Brücke und hier auf der großen Fläche möchte ich halt die Hauptstadt ansiedeln. Also das Hauptgeschehen, das hier soll alles die Hauptstadt werden. Man sieht das schon schön, wir haben hier hinten auch noch einen Weg nach oben. Da müssen wir gucken, ob wir hier den Fluss nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehen, weil wir müssen das hier ein wenig glätten. Wenn man das sieht, was wir hier für riesen Berge in der Mitte haben, einmal hier und hier, das müssen wir schon wenigstens ein wenig anpassen. Das ist definitiv zu hoch hier dafür, ja. Dementsprechend kann man auch sagen, wird sehr wahrscheinlich hier die Autobahn nochmal weichen müssen. So, dass wir das alles auf eine Ebene kriegen. Oder wir passen sie einfach von der Höhe her an und machen sie tiefer gelegt. Könnte man auch machen, ja. Das ist so die Idee hier mit der Hauptstadt. Dann wollte ich hier am Rand entlang, ja, so noch eine Straße machen. Mal gucken, National Road oder vielleicht sogar auch wieder eine Autobahn. Mit einem Tunnel hier durch und hier unten, hier soll später dann der Industriehafen sitzen, ja. Also wo die Güter exportiert und importiert werden. Der soll hier hinkommen. Da können wir dann vielleicht auch noch so ein paar Fischerboote hinmachen, weil wir hier ohne Ende Sardellen haben, wie man sieht. Wir haben hier praktisch nur Sardellen und hier und da mal ein klein bisschen Lachs. Sonst haben wir hier nichts. Bisschen komisch, aber ist halt so, ne. Die Felsen hier, da kann man nicht viel machen. Die würde ich gerne einfach so lassen, wie sie sind, ja. Kann man vielleicht dann noch hier irgendwie so eine Straße durchmachen, die hier hinten wieder rankommt, dass man einen zweiten Weg hat. Wäre vielleicht ganz interessant. Auf die Inseln hier, da könnte man vielleicht, hier könnte man vielleicht was hinmachen, weil es so flach ist. Vielleicht so einen kleinen Wanderpark oder so. Irgendwie so. Dann geht hier die Autobahn einmal quer durch die Felsen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Hier hinten ist auch nicht wirklich viel Platz. Hier könnte man vielleicht hier noch so ein klitzekleines Dorf hinmachen. Hier hinten und auf die Inseln. Und hier oben, hier soll dann unsere Agrarindustrie hinkommen, ja. Das heißt,
Erz- und Forstindustrie hinten hin, Agrarindustrie hier, Ölindustrie, weiß ich noch nicht, ob wir die hier hin machen, ja. Was ist das denn hier? Das ist ja mal krass gebaut, habe ich noch gar nicht gesehen. Interessante Bauweise, muss man sagen, gefällt mir. Durch den Tunnel und ab raus, so. Sehr schön, lustig, cool. Hier sind die Schienen, hier haben wir wunderbar halt den Fluss dadurch, ne. Man könnte vielleicht noch hier hingehen. Und hier dann auch noch so ein kleines Quelldorf machen, eventuell. Oder wir lassen es einfach so. Mal schauen, wie das Ganze wird. Was wir jetzt noch zusammen machen können am Anfang, ist direkt mal schauen hier, ob wir das auf eine Ebene kriegen, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen angehoben, ne? So, und jetzt können wir mal gucken, wie wir hier anfangen, nachdem wir hier so eine halbwegs vernünftige Abfahrt und Auffahrt gebaut haben, ja. Das hier gefällt mir immer noch nicht so ganz, aber es soll erstmal für den Anfang okay sein. Ich lerne ja auch noch hier, ne, mit dem etwas schöner bauen. So, hier eine vernünftige Auf- und Abfahrt zu bauen. Das heißt, beziehungsweise, was heißt Abfahrt, haben wir ja gerade gebaut, ne, siehst du mal, Edis wieder voll aus dem Mäuschen hier. Das heißt, wir werden jetzt mal hingehen und normale Straßen nehmen. Wir brauchen erstmal auf jeden Fall hier eine ganz große. Ich möchte das diesmal richtig machen. Fahrradwege werden überall immer mit dabei sein, einfach um den Verkehr managen zu können. Ja, wir sagen jetzt einfach mal so, die hier wird aufgewertet, ob du willst oder nicht. Ja, fertig. So, das hier werden dann so unsere Hauptstraßen. Die müssen den Verkehr überall hin halt managen können, ja. Wenn wir das jetzt mal so nehmen als Hauptverkehrsader von hier aus erstmal, ja. Sagen wir mal so. Hier möchte ich nach Möglichkeit keine mehr dran haben. Die können wir auch aufwerten. Nehmen dann hier hin. Vielleicht parallel noch dazu. Oder wir machen da eine Zweier draus. So eine hier. Da können wir direkt schon, Burning Lane, nein. Ich hätte gerne eine hier mit Straßenbahn drin. Vierspurig. Was mit Oberleitungsbusdrähten? Nein, wenn, dann Straßenbahn. Dann müssen wir die hier aber auch nochmal neu machen. So, wobei das da Blödsinn ist, weil da fährt die Straßenbahn eh nicht lang. Aber dann können wir hier so eine Vierer draus machen.
So, zum Beispiel, ja. Könnte das Ganze so gehen hier. Er könnte von hier aus noch schrägen Winkel halt mal so gehen. Die Dreier könnten von hier aus wieder da dran gehen. Sieht im Moment noch alles sehr naja aus, ne? Aber wir wollen das ja nach Möglichkeit etwas schöner gestalten. So ein klitzekleines bisschen wenigstens, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir als erstes. Ah, ich habe immer noch Super Demand an. Den können wir eigentlich ausmachen. Weil ich hatte ja gesagt, wir wollen eh nichts, absolut gar nichts hier selber wachsen lassen, sondern alles immer nur selber ploppen. Könnte man mal gucken, wenn wir jetzt hier reingehen. So, normale Straßen. Entfernung, sagen wir mal so. So muss die Entfernung sein. Auf jeden Fall. Jetzt sieht man schon wieder hier, wir haben hier kleine Hügel drin, die ich eigentlich nicht wollte. Aber was soll's, wir können das schon mal hier dran machen. Wir können das hier dran machen. So. Dass die sich ein bisschen trennt. Machen hier in der Mitte nochmal. Jetzt können wir mal gucken bei kleinem Gewerbe. Wir fangen mal mit kleinem Gewerbe an. Einfach so ein klitzekleines bisschen am Anfang, ja. Nicht hier, sondern hier. Da merkt man, guck, kaum hast du schon mal ein klitzekleines bisschen wieder, ne? Nicht gespielt, schon hast du keine Ahnung mehr. 2x4, 4x4. Wir nehmen mal den 4x4. Lass mal gucken, wie der aussieht. Eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Der kann jetzt auch direkt wieder ein bisschen Street drumrum haben. So. Geht das so? Kriegen wir das so hin? Sollten wir. Mal so ein klein bisschen länger. Oh, der hat ja seine eigentlich. Könnten wir das da drunter legen? Nein, lassen wir mal. So und so. Das muss jetzt nicht da dran. Jetzt hätte ich gerne Beton. All Mama Beton. I don't know. So, wir machen das mal ein bisschen näher hier ran, dass das ordentlicher aussieht. So und so. Den hier auch noch daran. Muss der noch ein bisschen darunter. So, jetzt sieht das nämlich aus, als sollte das so sein. Wir können jetzt uns einen Zaun suchen. So, Fans können wir einfach nehmen. Kaputten vielleicht. So, ein Broken Fence hier hinten dran. Hier müsste das eigentlich auch zu, ne? So, einmal. Einmal. Dreh mal rum, dass der gerade da dran ist. Dreimal. Jetzt brauchen wir Damage. Sowas hier. Um das schöner aussehen zu lassen. So ein bisschen. Also ganz sauber gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. Oh, so, guck mal. Hier ist sogar so ein kleiner Strich. Da könnte man ein paar Trees hinmachen. Tree. Passt der da rein? Eins. Zwei. Das sollte reichen. Garbage. Oder Trash. Natürlich wieder, wie immer. Den könnte man auch wieder drüberlegen, jetzt aber nicht. Trash. Auch wieder so hier rumliegen. Warum finde ich nie das, was ich möchte? Warum? Könnte man aber auch so hinlegen. Husch, ein paar kleine, klitzekleine. So ein. Danke, Tiny. So. Ist der aber groß. Den können wir so in die Ecke machen. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Fans machen. Komm mal her. So, einfach hier durch. Da braucht man das ja nicht sehen. Hier dran, hier dran. Also du kannst mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das so in Ordnung ist. Ja, ein bisschen Timelapse, ein bisschen zusammenbauen. Oder ob dich das brr macht, ja? Das würde mich interessieren. So, so, dann können wir hier noch einen kleinen Weg hinmachen. Da dran bitte. So. Und so. Den hätte ich dann aber gerne noch ein bisschen weggezogen hier. Den hätte ich dann nämlich gerne so hier. Den hätte ich lieber so.
Geht das so? So, jetzt kann man das hier noch ein bisschen mit Gras machen. Ich möchte das alles so ein bisschen, ja, alles klar, da sollte ja eigentlich nicht hin. Das ist zu groß. Das ist auch, gibt's das nicht ein bisschen kleiner? Das ist mir zu klein irgendwie. Ganz klein, ganz klein. Das eine hier, das war schon ganz gut so. Boah, die werden immer größer irgendwie. Oder sowas hier. Das passt auch dahin. Warum baut ihr immer alles irgendwo hin? So, so. Jetzt hätte ich gerne ein Tree. Also mit dem Surface Network muss ich nochmal gucken. Aber hier könnte man ja jetzt gucken. Autumn. Nein. Ball, haben wir sowas. Concrete Barrier. Die brauchen wir hier nicht. Was ist das? Freifallturm, der ist mir gerade egal. Der Broken Fence, der liegt dann hier so am Boden rum. Könnte man machen. Der ist plattgetreten, also alles kaputt. So. Vielleicht noch ein toter Baum hier hin. Ein grüner. Und das war's, ne? Ach, das ist Maple, oder? Ja, genau. Maple, guck. Maple. Sowas könnte man noch hier hin machen. Wenn man jetzt hier nur so einen hinstellt. Sieht das schon ganz gut aus in der Ecke hier, finde ich. So, und da kannst du lang gehen, wobei das hier noch schön mit Matt zugemacht werden könnte. Haben wir das? So ein Matt-Decall hier drüber. Und die Leute werden da langlaufen. Das ist schon mal gut. Ja. Ja. So ausgefranst, obwohl das dann schon wieder zu viele Pfützen sind. Denke ich. Immer so rum. Oh, so. So. Das sieht ja schon nicht schlecht aus. Jetzt lass mal gucken. Cars, was haben wir hier an Autos? Wieder nur kaputte, ne? Abandoned, abandoned, ja, genau. Nein, will ich nicht alles. Die sind alle vom... Obwohl man das auch machen könnte, ne? Das ist alles Train, 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 Train. Hier haben wir vernünftige. Natürlich. So ein Jaguar, was ist hier noch? So einer kann hier stehen und so einer kann hier stehen. Bitteschön. Von den Abandoned, die wir vorne hatten... Könnten wir auch noch hier einen so reinstellen. In den Schrott hier, sowas Uraltes. Sowas hier. So, kriegen wir den irgendwie hier so rein? So. Sieht ganz gut aus, ne? Jetzt könnte man natürlich doch hingehen, ja? Da bitte ich dich auch, mal in die Kommentare zu schreiben, ob du das in Ordnung findest oder ob du dann sagst, das ist too much. Wir gehen jetzt mal hin und machen 21 Uhr. Ist natürlich extrem dunkel, ja? Jetzt gehen wir einfach hier hin und sagen, gucken mal, wie wir hier so ein paar Lichter hinmachen, ja. Sagen wir mal so. So. Dass das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. Ich meine, weil wir werden das sowieso nie benutzen, weil wir immer im Hellen spielen, ja. Wir müssen ja hier so ein bisschen was sehen. Aber so könnte man das jetzt schon machen. 4 Stück reichen erstmal. Machen hier wieder auf 14 Uhr. So, 15 Uhr, weil bei uns ist immer hell. Aber dann stehen hier auch die Laternen zum Beispiel, ne. So, haben wir noch einen Truck, der hier stehen könnte. Truck, sowas hier ist zwar Amazon, aber er könnte vielleicht noch hier so an der Seite stehen und sich gerade was holen. Wer weiß. Vom Damage her könnten wir vielleicht noch ein bisschen hier so used machen. Noch was anderes. Das ist aber sehr groß, ne? Das ist aber sehr groß, aber mir ist das hier alles zu sauber noch. Muss ich sagen. So, wir legen das mal hier hin und schieben das gerade dahin, so wie wir es brauchen. Muss ja nicht alles rauskommen. Reicht ja, wenn das so ein klitzekleines bisschen ist. Sagen wir mal so. So, was ist das hier? Das sieht mir zu fleckig aus. Dann lass mal gucken. Road, was haben wir hier noch? Rural Dirt Road, Asphalt Road. Nein, 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 nein. Alles nein. So, Decall. Genau, sowas hier. Das meinte ich. Guck. Genau, sowas meinte ich. Wenn man mal ehrlich ist, ja. Ja. Straßen sind nicht immer sauber. Das ist jetzt natürlich schon sehr kaputt, aber man könnte es so machen.
Haben wir vielleicht noch ein großes Sign hierfür irgendwie? KFC-Sign, guck mal. Perfekt, andere Seite auch, jawohl. Dann können wir das schon schön hier so hinstellen. Kommt das noch so hier hin? Der hat da zwar auch eins, aber dann kommt hier noch eins hin. So, wunderbar. Einmal für die hier, einmal für hier. Alle rein da, mampfen. So könnten wir das machen. Ja? So, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ede.